Hi, der Buck hier und heute mal ein ganz anderes Video. Ich habe bei Amazon ein paar Sachen bestellt fürs Bushcraften. Wie ich darauf gekommen bin? Ja, über YouTube. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, ich fand's geil und ja, habe mir daraufhin ein paar Sachen bestellt und ich werde es euch heute mal zeigen. Ich werde das Video nicht großartig bearbeiten, ich werde ein paar Schnitte machen, aber ansonsten werde ich das alles am Stück aufnehmen. Wenn ich mich verspreche, verspreche ich mich. Ist so. So, wir fangen an und zwar aus technischen Gründen mit einem Messer. Das ist, ich weiß noch, 2 Euro etwas, 2,95 € oder so, ist nicht viel. Das Angelo Arms. So, ist ein laut Amazon ein ganz billiges Messer gewesen, aber ich habe mal einfach eins, was man auch kaputt machen kann, genommen. Wird geliefert in einer komischen, ja, ziemlich billigen Stoffhülle. So, und das Messer an sich, ja, ist ein Messer und ein bisschen Paracord drum. Also das Billigste vom Billigen, aber ja, das kann man sicherlich gut benutzen, um hinten drauf zu hauen, ein bisschen Holz zu spalten. Wahrscheinlich muss man es noch ein bisschen schärfen, aber naja, das ist schon mal ein Messer. Als nächstes haben wir ein ganzes Paket, so eine kleine schwarze Box. Da sollte alles Mögliche zum Survivalen drin sein. So eine Survival-Box. Ist auf jeden Fall gut abgeschlossen. So, was haben wir drin? Wir haben drin eine Säge, eine kleine Handsäge. So als ja, wirklich Notfalllösung. So ein Sägedraht. Dann haben wir drin ein Armband mit Paracord, Feuerstarter und kleinem Kompass. Ob der jetzt so stimmen wird oder so, wage ich zu bezweifeln. Der sieht ein bisschen aus wie, ja, von Lego-Sachen der Kompass, aber naja, gut. Jo, was haben wir hier als nächstes? Ja, Feuerstahl. Flint and Steel. Was haben wir hier noch? Das sieht aus wie, ja, eine Pfeife. Alles klar. Eine Notfallpfeife. Dann haben wir hier einen Flaschenträger. Den kann man sich an den Gürtel machen mit dem Knopf. Und dann kann man da so den Flaschenhals durchmachen. Und dann kann man sich eine Flasche am Gürtel befestigen. So, auch ganz nützlich. Was haben wir hier? Ein Kugelschreiber mit, ja, Glasbrecher oben drauf. Ansonsten gucke ich mal, ob da noch was Besonderes ist oder ob das nur ein reiner Kugelschreiber ist. Ich weiß selber nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Scheint nur ein Kugelschreiber zu sein innen drin, alles klar. Ja. Gut. Ob ich den jetzt auch wieder zusammenkriege? Ja, kriege ich, alles klar. Und eine Taschenlampe ist dabei. Ja gut, ich habe jetzt keine Batterie dafür dabei. Was kommt da für eine rein? Was steht da drauf? Okay. Ja, werde ich bei Gelegenheit mal probieren. Ist eine handelsübliche Taschenlampe, nehme ich mal an. Also eine LED-Taschenlampe. Ist eine große LED drin. Wird schon nicht verkehrt sein. Dann haben wir in dieser Box noch ein Messer. Na, das ist schon eine andere Qualität. Aber stabil ist es. Sieht auch ganz nett aus. Ja, alles dran, was man für so ein Survival-Messer braucht. Liegt gut in der Hand. Finde ich gut. Und dabei ist dann noch. Ah ja, schön. Das ist so eine Karte, die man sich auch ins Portemonnaie machen kann. Die packe ich mal eben aus. So eine Survival-Karte mit Flaschenöffner und allem möglichen. Was man da alles nicht benutzen kann. Ach, was ist da alles drauf? Da ist eine scharfe Seite zum Schneiden sogar noch drauf. Paracord ist dran, ein Flaschenöffner. Damit kann man hier noch als Werkzeug das Ganze benutzen. Schraubendreher. Ist alles Mögliche dran. Ganz nett. In der Wildnis wahrscheinlich eher unnütz, aber ja, ist schön. Ah, machen wir erstmal als nächstes erstmal meinen Fehlkauf hier. Fehlkauf darum.
Ich wollte eine Axt eigentlich haben, damit ich auch Holz hacken könnte. Und jetzt packe ich es einfach mal schon mal aus, damit man es nicht gleich sieht. Und zwar habe ich das hier gekauft. Und jetzt würde man sich sagen, na, ist doch eine Axt. Ja, ist eine Axt, aber nicht ganz eine Axt. Das ist eine Wurfaxt. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken, wie die... Ach, Knöpfe sind das, okay. So. Das ist nämlich ein Tomahawk und gänzlich ungeeignet, um da hinten drauf zu hauen, um dann Holz durchzuhacken, sondern die Dinger wirft man. Ja. Schön einen zu haben, aber ob ich ihn benötige, ist die andere Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Naja, habe ich einen Tomahawk. Kann ich Call of Duty spielen. So, was haben wir hier? Jetzt nehme ich mal das Messer, das ich extra ausgepackt habe, damit ich jetzt nämlich die Sachen aufschneiden kann. Da habe ich nämlich mitgedacht. Ein kleines bisschen. So. Von Miltec. Dem besten Billighersteller überhaupt. Nämlich eine Handsäge. Um Äste zu schneiden und ne, Holz zu schneiden ein bisschen. Mal gucken. Die scheint jetzt nicht ganz so... Oder? Warte mal, die muss man hier einhaken. Ja. Ah, jetzt ist sie fest. Okay. Oh. Das ist auch nicht beste Qualität. Ist halt Miltec. Aber als erste Säge sollte das vielleicht erstmal was bringen. Ne? Probieren wir mal aus, würde ich sagen. Dann habe ich hier zum Übernachten kein Zelt, sondern ein Tarp. 3x3 Meter. Er hat mir ein bisschen, hat mich ein bisschen schlau gemacht. Ich werde das wahrscheinlich in der Iglu-Form nutzen, oder wie das heißt. Tipi? Tipi heißt es. Also Dreiecken und dann. Ich werde es mal probieren. Aus Fehlern wird man schlau, nicht wahr? Das hier ist purer Luxus. Ein aufblasbares Kissen. Das werde ich mal gucken. Also, das kann ich auch im Privaten benutzen. Vielleicht teste ich es erstmal zu Hause auf. Also, ein aufblasbares Kissen passt überall rein. Kann man mal sicherlich auch privat nutzen. Gut, alles andere nutze ich auch privat, aber das vielleicht auch mal unterwegs. Als nächstes habe ich eine Hängematte. Eine ultraleichte Hängematte aus Fallschirmseide. Habe ich bestellt, weil ich gelesen habe, bis zu 200 Kilo. Und das Ding hält sogar mich. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ich wirklich in einer Hängematte pennen wollen würde oder Co. Aber ich habe mir die mal mitgenommen. Ja? Preislich war ja auch nicht ganz so teuer. War okay, glaube ich. Also, ich schätze. Ich weiß es selber nicht mehr. Ich habe einfach einen Einkaufswagen gelegt. Muss ich sagen, ich habe mir angeguckt, wie die aufgehängt wird und Co. Ich würde es wahrscheinlich eher für einen Tag nutzen, um mich mal hinzuhängen oder so, aber ich würde mich nicht nachtmäßig dahin betten. Denn dafür habe ich etwas anderes. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, aber mal gucken, ob das überhaupt so gut ist, wie ich es in anderen Videos gesehen habe. Und zwar, ich werde es mal erstmal aufschneiden hier, damit man es dann besser sieht. So. So, und zwar eine Isomatte. Und keine runde Isomatte, sondern eine faltbare. Ich packe die mal aus, weil das möchte ich ein bisschen zeigen. Ich habe die nämlich gesehen bei den YouTube-Videos zum Beispiel. Und das ist eine, ja, eine Isomatte, die man halt falten kann. Und durch die Noppen hier soll das auch noch ein bisschen wärmer halten. Also mal gucken, wie die ist. Ich habe sowohl Positives als auch ein paar kleine Mangos darüber gelesen. Aber ich hoffe einfach mal, die ist gut. Ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, die hier Markenprodukte sind. Das wäre Thermarest. Keine Werbung, ich werde nicht dafür bezahlt. Ist einfach nur... ja, also wie war das? Werbung wegen Markennennung? Von mir aus. Aber da schläft sich hoffentlich gut drauf. Lang genug soll es sein, zumindest, dass man drauf liegen kann. Dann auch noch die Schlafmatratze drauf und noch andere Sachen, die gleich noch kommen. Ich hoffe, die ist gut. So, das packe ich auch mal gleich aus.
Ist nichts Besonderes, aber kommt in Elektrobeuteln, wie man sie von Motherboards und Co. kennt. Und zwar Paracord. Ganz normales Paracord. Einfach bis zu, was war das? Auch glaube ich, ja, bis zu 550 LBS. Also 550 amerikanische Einheiten, keine Ahnung. Also es stand irgendwie auch bis zu 200 Kilo oder so. Sollte das aushalten. Das heißt, damit kann man zur Not auch nochmal die Hängematte oder das Tarp ein bisschen befestigen, wenn man das braucht. Ja, wieder so eine kleine bekannte Marke von mir jedenfalls. Tatonka. Tatonka hat, habe ich jetzt schon einige Male damals beim Airsoft und Co. gesehen. Da gab es auch, sind billige Produkte mit recht angenehmer Qualität. Und zwar ist es ein Becher. Der hat so einen schönen Klappgriff. Ja, also da drin kann man auch gut was kochen. Wenn man kocht, aber aufpassen, dass man sich die Pfoten nicht dabei verbrennt. Ja. Ist das Edelstahl? Ich glaube, es ist Edelstahl. Edelstahlprodukt. Ja, yep, ist es. Also, ab da mit ins Feuer. Kann man sich sein Süppchen warm machen und ja. Kriegt man das auch wieder auseinander. Achso, andersrum. So, ja. Becher. Aus irgendeinem Grund habe ich hier nochmal Feuerstahl. Haben wir schon im anderen Paket gehabt. Ja, hier. Habe ich mich erst gefragt, was das für eine Tasche war. Ich habe viele Sachen auf einmal bestellt und wusste nicht mehr, über was ich überhaupt bestellt habe. So, und dieses hier, das packe ich erstmal kurz hier unten aus, damit es man nicht gleich sieht. Aber es ist ein Klappspaten. So, Klapp, so und dann so. Oh, wir haben dann noch, haha, das habe ich nämlich nachbestellt. Auch mal wieder von der Billigfirma Miltec. Und zwar ein richtiges Beil, damit man auch wirklich was und dann hinten draufhauen kann. Ja, weil mit, jetzt kriege ich sie, jetzt liegt sie irgendwo. Mit der Wurfaxt Tomahawk, da kriegt man das nicht durch. Also hier ist ein richtig schönes, massives, schweres Beil. Damit kann man was machen. Bisschen Holz schlagen mit so einer kleinen, netten Hülle hier oben drauf. Weil ich es gesehen habe, damit man das Paracord nämlich im Wald nämlich nicht verrottet, habe ich auch einen kleinen Bindfaden mir, naturellen Bindfaden geholt. Damit man halt auch ein paar Stöcker und so zusammenbinden kann. Und das verrottet hinterher auch. Das ist nicht das Problem. Im Gegensatz zu Paracord und anderen Sachen, die dann im Wald nicht verrotten würden. Ich versuche nämlich auch alles Mögliche wieder mitzunehmen. Keinen Müll zu hinterlassen. So, und weil ich nicht gesehen habe, dass es in der Packung schon drin war, habe ich noch ein Armband mit Paracord. Wieder wahrscheinlich demselben Art von Kompass, Feuerstahl. Ach, guck an, das ist noch so eine Säge. Die packe ich mal eben aus. Diese Handkettensäge hier ist aber ein anderes Kaliber als das, was ich da eben hatte, diesen kleinen Faden. Und zwar, jetzt muss das nur mal kurz, man merkt auch, das ist gut geölt. Das ist nämlich eine richtige, das ist eine bessere Säge, Kettensäge, die man nutzen kann. Ich habe das Video gesehen, wo das ein bisschen getestet wurde. Ist schon fast eher geeignet für zwei Personen, die dann so und so ziehen. Für Notfall, würde ich schon fast sagen. Also dann lieber versuchen, mit dem Beil oder so etwas durchzuhacken, als wie es mit der Kette zu machen. Aber ich habe es gesehen, es ist nicht schwer zu transportieren. Es ist leichter als ein Beil. Ich habe es einfach mal mitgenommen. Ich fand's gut. Und dann so ein kleines schwarzes Täschchen hier. Stört also nicht wirklich, wenn man es mitnimmt. Wobei ich auch schon Videos gesehen habe, wo empfohlen wird, nicht zu viel schleppen. Jedes Kilogramm ist wichtig, was man sparen kann.
So, was haben wir hier? Ah, ja. Ein kleines Lämpchen. Und zwar habe ich gehört, auch im Wald wird es nachts dunkel. Und daraufhin... Ja, was ist das? Ah, ein USB-Kabel. Ja, kann man auch per USB laden. Alles klar. Ja, und zwar ein Lämpchen. LED-Lämpchen. Leuchtet sogar schon. Ja, es reicht und na, ist, ne, ist okay. Hat Solar, lädt dadurch, aber nicht nur dadurch, sondern auch mit Dynamo. Also wird der Strom schwach, wird gekurbelt und man hat es in der Nacht wieder ein bisschen heller. Scheint gut verarbeitet. Und anscheinend kann man sogar USB-Anschluss daran machen. So, und dann kann man das, ist die Frage, kann man das laden oder kann man das gleichzeitig auch als Powerbank benutzen? Muss ich jetzt mal gerade nachgucken. Stromversorgung, integrierter Akku für bis zu 18 Stunden Leuchtdauer. Aufladbar auch per USB. Okay, man kann es dadurch nur aufladen. Gut, meine Lampe per USB dann aufladen. Ich glaube, dann kurbel ich lieber, das hat ein bisschen mehr Gefühl. Ne? Aber schön, dass die Option dafür da ist. Nehme ich erstmal das hier. Und zwar, das will ich jetzt auch nicht großartig auseinandernehmen, aber das ist mein Hobo-Grill. Ja, den ist einfach nur ein Gerüst. Drei Wände, glaube ich, und ein Deckel. Und darauf kann man dann sein Tatonka-Tässchen darstellen, um dann seine Suppe warm zu machen. Und da drinnen wird dann Feuer gemacht, damit man das auch nicht großartig sonst wo hat, sondern alles hier drinne. Man kann dann mit S-Bit-Kocher oder hier sonst was, kann man dann drunter Feuer machen, damit man dann eben seine Suppe oder sonstiges warm machen kann. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Jetzt haben wir nämlich hier noch was Kleines. Oh. Das kommt auch gleich aus der Tüte raus. Und zwar, das ist nicht nur eine Gabel oder ein Löffel. Ist auch kein Göffel. Ist eine Gabel und ein Löffel in einem. Ich würde sagen, ein Göffel ist auch ein Gabel und ein Löffel in einem. Aber hier ist ein Löffel und eine Gabel dran. Und nicht nur... der Hund bellt. So, weil ich jetzt zweimal unterbrochen wurde, der Löffel, Göffel, was auch immer, muss ich sagen, keine ganz so schlaue Idee, den zu kaufen. Habe ich mir auch nicht richtig angeguckt, weil Gabel, Löffel und schön und gut, aber da ist auch noch, da ist auch noch eine Messerseite, was ich mir jetzt nicht ganz so schlau vorstelle, wenn ich jetzt esse und vergesse, dass er, okay, muss man halt sehr vorsichtig mit essen. Zum Pieksen und dann essen, okay, ja. Ansonsten ist das so, glaube ich, so ein Monsterwerkzeug für den Gaumen. Also da ist auch noch so ein Flaschenöffner dran hier, also Dosenflaschen, keine Ahnung, was auch immer. Sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Beim Löffel, den finde ich besser, okay. Muss ich mir überlegen, ob ich das überhaupt mitnehme. Mal gucken. So, ansonsten, was haben wir denn noch? Dürfen mal durch sein. Ach ja, nee, eine Sache haben wir noch. Und zwar einen schönen großen Schlafsack. Den habe ich extra mit einem Kumpel ausgesucht. Komfort bis plus 1, also ab 5,1 ist okay, kann man sehr schön drin liegen. Ab minus 5 wird es kritisch, ja. Und bis 22 überlebt man da höchstens noch drin, minus 22 Grad. Ich werde den jetzt nicht großartig auspacken. Ich denke, ihr wisst, wie ein Schlafsack aussieht. Und von daher, das war erstmal mein Set. Wenn ich es nutze, werde ich wahrscheinlich auch noch Videos hochladen. Ja, bleibt gespannt. Es kommt immer mal ein Video, wenn sie auch immer länger brauchen. Bis dann, ein Hoch auf Backlandes.